Und dazu begrüße ich den Börsenpsychologen Winfried Neuen. Die Inflationsangst ist laut aktuellen Studien im Augenblick die größte Angst der Deutschen. Wie erklären Sie sich das? Nun, diese Angst, diese Inflationsangst, ist etwas, was historisch dem Deutschen quasi eingeprägt worden ist über die Geschichte. Und die sitzt so tief, diese negativen Erfahrungen, dass all das, was als kleinstes Signal mit Inflation zusammenhängt, sofort bei den Menschen zu ja, fast schon ängstlichem Verhalten führt. Angst ist ja oft ein schlechter Ratgeber. Verleitet auch die Angst vor Inflation zu Fehlern, die man besser vermeiden sollte? Auf jeden Fall. Viele Menschen reagieren in solchen Situationen, wenn sie Angst vor derartigen Inflationsschüben haben, mit Panikverkäufen oder aber reagieren über, was die gesamte Einschätzung der Wirtschaftslage anbelangt. Hier ist ein Stück Besonnenheit und ein Stück auch zurückhaltende Gelassenheit angesagt, dass auch die Prognosen, die jetzt abgegeben worden sind, sind eben halt nur Prognosen und die sollten auch in ihrer Bedeutung als Prognosen nur interpretiert werden. Viele stürzen sich dann zum Beispiel in Gold oder Immobilien. Ist das ein wirksamer Schutz vor Inflation? Auf gar keinen Fall. Das kann nur eine psychologische Beruhigungspille sein, dass man sagt, man hat ein annehmliches oder angeblich sehr gutes geschützte Werte wie Gold oder aber wie Immobilien. Aber in der Tat schützt das nicht. Und es ist auch nicht zu raten, da jetzt hektisch zu reagieren, da, wie gesagt, diese Inflation an sich erstmal nur prognostiziert ist. Und es gibt ja auch viele Indikatoren, dass sich die Gesamtsituation in der Eurozone nächstes Jahr wieder verbessern wird, sodass also hier vielleicht auch sogar wieder sehr schnell eine Entwarnung zu erkennen ist innerhalb der Märkte. Das heißt, wie sollte der Anleger also richtig mit der Angst vor Inflation umgehen? Er sollte vor allem sich, was die Informationsaufnahme und Informationssuche mal gezielter auf verschiedene Quellen sich konzentrieren, nicht zu viele Informationen konsumieren, weil die uns wirklich auch verwirren. Und vor allem sollte er die Prognosen mal etwas genauer beleuchten und auch mal genauer hinterfragen, beziehungsweise über Pressemitteilungen kann man da sehr gut erkennen, wie diese Prognosen zustande kommen, um das Gesamtergebnis einfach etwas zu relativieren und auch dafür sich ein Stück Sicherheit herauszuziehen. Denn Angst ist, wie Sie schon selbst sagten, ein sehr schlechter Ratgeber und der führt dann zu einem sehr irrationalen Verhalten, was wir leider in der Vergangenheit sehr oft erleben mussten. Sagt der Börsenpsychologe Winfried Neuen. Vielen Dank nach Stuttgart.